Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Es ist wieder soweit. Mehr Boshi, aber heute nicht mehr Cheetah Man, weil ich mich erst woanders in dem Spiel umgucken gehe. Keine Lust mehr auf Cheetah Man im Moment. Da ich ja dann letzte Mal noch rausgefunden habe, dass ich da doch wegkomme, dass ich einfach über den Typen drüber springen kann. Können wir das so machen? Hallo Cody mit jetzt anderen Zahlen hinter dem Namen. Und auch hallo an die anderen Lurker, die da sind. Das habe ich auch noch niemanden machen sehen. Einfach nur die Zahlen am Ende vom Namen ändern, anstatt den ganzen Namen oder so. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt habe ich vergessen, wo ich überhaupt hin wollte. Genau, da. Das war Welt 7. Würde ich doch sagen, springen wir mal ins Spiel. Und gucken, was so passiert. Ich habe den Mauscursor auf dem Bild gelassen. Sehr schön. Weil ich noch nicht Fenster fertig verschoben habe. Gerade noch am Gucken war. Ich war nie hier. Hat niemand gesehen. Nein, da wollte ich überhaupt nicht rein. Lass mich einfach nur da runter. Ja doch, das ist richtig. Genau, da lang. Gucken wir doch mal, was das heute so wird. Außer, dass wir hier wieder erstmal lange brauchen, um da hochzukommen. Ja, machen wir das so. Soll die eine da noch rumhängen bleiben. Oder wir lassen uns davon töten. Das ist auch eine Möglichkeit. Mist. Keine, die ich wahrnehmen wollte, aber hey. Wo waren die da oben noch? Da waren noch welche, ich weiß das. Ich habe aber Angst. Ach, da waren sogar zwei. Links und rechts eine. Pfui. Der Fahrstuhl könnte von, also diese Plattform könnte da ruhig schneller hoch und runter fahren, hätte ich nichts gegen. Eine ist da noch. Im Moment. So. Ja, ich wollte unbedingt nochmal hier runterfallen und gucken, ob da wirklich nichts ist. Ja, das war der Plan. Man könnte auch sagen, das war einfach nur schlecht, aber das wäre ja langweilig. Das wäre ja langweilig, nicht wahr? Ich wollte sagen, ich habe vergessen, wie das Ding funktioniert. Dann ist es mir wieder eingefallen. Ich
kann mich damit auch sehr gut in die Stacheln setzen, natürlich. Oder zu langsam sein. Na. Ich war doch schon so lange nicht mehr hier. Drück die Tasten noch schneller, das hilft ganz bestimmt. Ja, nein, natürlich nicht. Ach, komm schon. Ist doch wohl nicht wahr. Na, geht doch. Na, geht doch. Ach ja, der schöne Schüttelscreen. Danke für den Host, Nordic, und einen schönen guten Abend euch allen von da drüben. So? Nein, nicht ganz. War ich nicht dazwischen? Sah für mich so aus. Puh. Hä? Ich komme da nicht drauf klar. Das ist, verwirrt mich gerade. Das letzte Mal hat das, glaube ich, besser geklappt. Ah. Das war zu weit. Ich hatte eigentlich eine andere Plattform. Eine andere Plattform im Auge, und die hat irgendwie nicht funktioniert. Die hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich finde es auch schön, dass der Screen vorher auch schon so anfängt, wenn ich nicht weit genug laufe. So, genau. Das war schlecht. Hallo, Nordic. Na, geht doch. Ich bin in die Stachel gelaufen. Das ist auch sehr schön. Nicht. Ich bin doch hier nur auf Durchreise. Lasst mich doch einfach vorbei. Mist. Ups. Hat niemand gesehen. Nie passiert. Das konnte ich aber auch mal besser. Das sieht seltsam aus, ja. Ist es auch irgendwo, nicht wahr? Der Typ ist halt komisch. Er soll einfach weggehen. Warum Boschi so lang ist? Weil es sehr schwer ist. Und ich dafür dann halt lange brauche. Ah, ich bin ja extra schon von Cheatermine weggegangen, damit wir auch mal wieder was anderes sehen, wa? Oh, ich hab vergessen, wo ich hier... Oh Gott. Stachel. Hättest du ihn nicht töten können? Das ist nicht passiert, ich bin nicht gestorben. Ich habe nur resettet, ja.
hätte ich dieses doofe Metal Gear, wo ich jetzt hin will, nicht letzte Mal schon von alleine finden können, wo ich hier war, also wo ich in dem nächsten Teil der Welt war. Ist ja voll toll gewesen. Du-du-du. Ach, komm schon. Wer hat da die Stacheln nur hingehängt? Geht ja mal gar nicht. Du, 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 du. So. Ich wusste nicht mehr, was da war. Ich wollte nachgucken. Da waren sehr viele Stacheln. Ach ja. Ich stell mich aber auch gerade mit dem wieder an. So schwer ist das eigentlich nicht. Na? Geht doch. Komm schon. Gott. Ich weiß doch, dass die da kommt. Warum erschrecke ich mich? Fick dich. Ah. Ich weiß doch, dass die da auftaucht. Ist doch wohl nicht wahr. Trotzdem zucke ich voll zusammen. Das war zu langsam. Ist ja gut. Wir haben es verstanden. Du bist eine Spinne, die total angepisst ist. Warte. Welche Taste war das? F4? F3? F3. Oh ja, die. Ich erinnere mich an die beiden Spikes. Die waren auch furchtbar. Mal eben wieder deine Kunst bewiesen. Ich weiß, ich habe ganz heimlich gelurkt. Ich habe das mitbekommen, was da vorhin mit deinem Run los war. Da ging ja echt so einiges schief. Da ging ja echt so einiges schief. Nicht wahr? Komm schon. Ja. Manchmal passiert sowas dann halt, wa? Kann man ja dann auch nichts machen. Aber es war ja immer noch ein PB. Okay. Siehst du mich hier? Sag bitte nein. Oder mach einfach gar nichts. Oh oh. Okay. Ich hab den Save Point nicht erwischt. Ich war zu weit drin. Fuck. Was ein Unsinn.
Hier ist das, was ich nämlich verpasst habe. Ich kann da einfach durchgehen. Voll nett, nicht wahr? Das probiert man halt echt nicht aus unbedingt. Also ich auf jeden Fall nicht. Damit sogar zwei Ringe auf dem Leaderboard gut gemacht. Das ist doch super. Ja, hast halt mal noch mehr Zeit verloren und trotzdem noch ein PB bekommen. Hast du dann für deinen nächsten PB hast du ganz viel Zeit zum Rausholen, nicht wahr? Ach, komm schon. Okay. Da, 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 da. Das ist egal, dass ich gestorben bin. Jetzt muss ich nur noch durch den Rest der Welt durch. Ah, das kriege ich auch noch wieder hin. Das habe ich schon mal hinbekommen, dann kriege ich das auch nochmal hin. Minuten. Ja, da hast du ja dann noch was zum Rausholen, nicht wahr? Jetzt hätte ich gerade durchgehen können. Ich hatte aber Angst. Okay. Jetzt der Quatsch noch. Oh Gott. Das war auch so ein bisschen knapp. No, no. Ich wollte ihm nicht vor die Arme fallen. Komm schon. Geh doch weg. Lass mich doch leben, wenn ich runterfalle. So ähnlich. Nein, das war noch nicht die richtige Stelle, wo ich so springen wollte. Huh? Komm schon. War zu schnell. Hallo, Maike. Warum magst du das denn nicht sehen? Wolltest du noch selber spielen oder wieso? Dir dann auf jeden Fall trotzdem schönen Abend noch. Ja. Stellen wir uns halt genau so dahin, dass er uns tötet.
Ja, dann kann ich das schon verstehen. Das war auch zu hoch. Den Plan, den ich mir gemacht habe, hat nicht funktioniert. Und den, wie ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich natürlich nicht mehr im Kopf. Wow. Das habe ich schon mal hinbekommen, ja. Nur jetzt gerade nicht. Wow. Habe ich mich da letzte Mal auch so angestellt? Fast. Das sah schon mal besser aus. Aber es hat auch noch nicht gereicht. Erstmal kurz in der Küche und dann tauchen einfach, dann verpasst man einfach Leute, ja. Passiert. Mist. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn ich es denn jetzt hinbekommen hätte, gerade weil ich die Musik gewechselt habe. Das wäre es doch gewesen. Stimmt, da muss ich zweimal. Ach genau, dann einfach da einmal springen und runterfallen. So war das. Okay. Von mir aus. Stimmt, das wechselte so da unten. Habe ich eben wieder nicht drauf geachtet. Pow, pow.
O'Reilly. Gotta climb, gotta climb now. Bill O'Reilly. Gonna get you Dr. Wily. I am Mega Man. Here's my Mega Plan. Komm schon. Kannst du nicht mit mir machen. Mich da einfach töten. Huh? Genau, die Stacheln waren schon noch ganz alle da. Huch. Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte jetzt kein Chocolate Rain hören. War nicht der Plan, bin nur auf die Taste gekommen dafür. Ich muss erst da stehen, sonst darf ich noch nicht wieder springen und das wechseln, weil dann kann ich es da unten nicht. Wow. Ich bin gerade verwirrt. Warum klappt das nicht mehr? Andersrum kann ich da ja nicht anfangen, nee. Macht auch keinen Sinn, weil dann wäre der Boden ja da. Ah, guck mal an. Geht doch. War das jetzt so schwer? So. Welt 2 müsste das dann sein. Ich brauche ja jetzt die Rupie und noch anderen Kram da. Falscher Teil. Kirby Rupies. Genau. Da hätte man sogar noch selber drauf kommen können. Bin ich natürlich nicht. Aber hey. Das wäre ja langweilig gewesen. Ja, was auch immer. Töte mich. Jetzt müssen wir erstmal wieder da durchkommen. Ich könnte auch erstmal hier safen. Oh.
Komm, das ist die zweite Welt, das ist doof. Aber das war ja damals auch schon doof, als ich da durch musste. Ach, komm schon. Ich bin dadurch gestorben, dass ich mich umgedreht habe. Das ist auch immer sehr schön. Ach, komm schon. Na geht doch. War doch jetzt nicht so schwer. Nicht wahr? Okay. Hallo Dragula, schönen guten Abend. Und eben gerade, wo du es gesagt hattest, ist es sogar gut gelaufen, Nordic. Das musst du öfter sagen. Oder schreiben. Oder wie auch immer. Ja. Ich glaube, ich hole mir aber gleich noch den Safe-Punkt da unten. Glaubst du, die Magie ist verflogen? Ey, das zählt halt nur gerade für die Sprünge davor. Das ist jetzt dann schon wieder nicht mehr. Fliege, geh weg. Was willst du überhaupt von mir? Warum fliegt hier eine Fliege rum? Die mich jetzt auch noch nervt. Schrecklich. Dann setzt sie sich auch noch dreist auf meine Hand. Was ein Unsinn. Meine andere Hand ist auch nicht besser, du Kackvieh. Ja. Kann die Fliege nicht auch verflogen sein? Das wäre schön. Die ist halt gerade auch noch so mega dreist. Anstatt, dass sie irgendwo anders rumfliegt. Nein, meine Hände sind gerade so interessant. Ah, zu früh. Das war zu hoch. Hat man, glaube ich, gesehen. Ich habe so die Stachel ein bisschen mit meinem Gesicht aufgefangen. It's
Tada! So, wir sind schon fast da. Da, wo ich wieder ein Item vergessen habe. Deswegen lasse ich mich erstmal von Kirby auffressen. Wir gehen einfach hier runter, da wo die Stachel wegfliegt. Tada! Da hinten ist noch mehr. Da ist noch ein Item. Da kommen wir aber erst gleich dran. Böses Kirby. So war das nicht geplant. Nee. Das auch nicht. Ich weiß eh nicht mal, wie die Fliege überhaupt hier hinkommt. Weil mein Fenster war auch schon vor dem Stream gerade nicht offen. Und mit Ma ist dann Mistvieh da. Dann, wenn ich anfange zu streamen. Das macht einfach keinen Sinn. Es macht echt keinen Sinn, dass die mit Ma da ist. Huh? So ähnlich. Habe ich die eine Wolke da erwischt? Schade, nicht erwischt. Und da stehen wir wieder hier. Ach, komm schon. Das hat doch gerade auch geklappt. Na, geht doch. Ah. Muss ich mir gleich echt noch eine Fliegenklatsche holen? Oh Mann. Es ist so doof.
Das war ein bisschen früh springen gedrückt. Oh, ich war doch oben auf der Wolke drauf. Ich dachte, ich wäre ein bisschen früh gesprungen. Komm schon. Lass mich einfach da hoch. Ich war doch gerade schon fast da. Sag mal, ich weiß doch, wann ich da springen drücken muss und wann nicht. Warum tue ich das nicht einfach dann, wenn ich es muss? Das wäre sehr hilfreich sogar, wenn ich mal ehrlich bin. Das Schlimme ist ja, ich drück da ja sogar springen, wenn ich's eigentlich muss. Nur immer einen ganz kleinen Moment zu spät. Ja, oder? Und wenn ich es dann wirklich, wenn ich es dann kurz davor bin, richtig zu machen, schaffe ich es auch so. Wie doof. Hier habe ich die Stelle nochmal gemacht. Ich muss ja voll durchspringen, weil ich den zweiten Sprung brauche. Oben gleich noch und... Ja, da darf ich halt zwischendurch nicht nochmal springen. Muss meinen Luftsprung halt die ganze Zeit halten. Deswegen kann ich hier jetzt auch nur einen Fulljump machen. Wie habe ich das gemacht? So offensichtlich nicht. So. Und dann am besten noch weiter. Na, geht doch. Ach, stimmt, wir dürfen ja dann jetzt auch wieder gegen Cracko kämpfen, nicht wahr? Ja. Oops. Habe ich ihn erlegt? Nein, ich bin weggegangen. Ich wollte erstmal was anderes machen. Es wäre schön, wenn ich ihn erlegt hätte, aber nein, leider noch nicht. Und hi erstmal, Marc, genau. Schönen guten Abend. Das war nicht richtig. Guten Hunger, Nordic. Was hast du denn auf YouTube gefunden? Oh ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Huh? Der ist auch echt gut. Das war nicht richtig.
Ich glaube, der langsamste auch nicht. Aber ich kenne ihn halt auch schon. So, wo durfte ich denn stehen? Hier irgendwo, nicht wahr? Nicht ganz. Hallo, Miss Carter, schönen guten Abend. Hey, ich bin auf ihn draufgefallen. Das stimmt schon. Der hat echt nicht so viele Abonnenten, aber der könnte ruhig mehr haben, nicht wahr? Hä? Jetzt war ich verwirrt. Wo ist das eine Vieh hin verschwunden? Das ist doch voll in mich reingeflogen. Ich hab's wahrscheinlich mit einer Rakete getroffen, aber... Ja. Sah halt fast so aus, als ob er den einfach aufgenommen hat. Ist einfach verschwunden. Du kommst gerade von deiner Weltreise nach Hause. Hui. Viel unterwegs gewesen, ja? Krieg die Stelle noch wieder raus, wo ich da hin und her laufen muss, damit ich überlebe. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr weite Weltreise war. 4 Stunden ist schon nicht ohne. Nein, die falsche Richtung. Ich glaube, den... Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich versuche halt irgendwas, so das klappt nicht. Ich glaube, ich muss links-rechts rumlaufen und nicht rechts-links. Wenn ich die erste Lücke da für mich gefunden habe. Ah. Klar, da macht man sowas schon, nicht wahr? Das war auch nicht richtig. So, hier kann ich stehen. Und, okay, einfach nach... Da ist eigentlich, glaube ich, egal, ob ich nach links oder rechts laufe. An der Stelle zumindest. Da ist für beide Seiten Luft.
Ja. Es gibt manche Leute, die machen gar nichts, wenn sie verliebt sind. Ja, sowas gibt's leider auch nicht, wahr? Ist nur irgendwo die falsche Einstellung in dem Moment dann. So, hier, da. Ach, das meinst du? Ja. Kommt immer auf die Situation drauf an, wann man das nicht sagt, nicht wahr? Kommt drauf an, aus welchen Gründen man halt denkt, dass es nichts wird. Wenn der andere natürlich schon vergeben ist, dann... Ja, dann ist das halt schon sehr wahrscheinlich, dass das nichts wird, nicht wahr? Ich glaube, dann ist das... Dann, das ist schon ein Grund, dass man das dann vielleicht doch für sich behält. Kam nach seinem Kampf nicht so ein doofer Sprung, wo ich nicht weiß, wo ich hinspringen muss? War das hier nicht so doof? Oh, komm schon. Ich sterb doch jetzt wieder daran, nicht wahr? Okay, doch nicht. Ja, hab schon. Ist. Da ich ja wusste, dass was kommt, bin ich einfach einmal kurz in der Luft gesprungen, um zu sehen, wo ich hin muss. Und das hat zum Glück funktioniert. Ah, hey, sonst hätten wir halt gegen Cracko nochmal gekämpft. Wäre ja auch kein Problem gewesen, wa? Das war ja auch so eine schöne Stelle. Ups. Tote sammeln sich echt an. Ja, so 15.000 habe ich schon, nicht wahr? Aber ich spiele das ja auch schon über 80 Stunden. Und mache ja jetzt eigentlich nur noch Item-Gesammel. So gut wie, weil ich... das doch auch auf 100% haben möchte. Hallo Arcade-Player, schönen guten Abend. Items, die ich selber so beim Durchlaufen nicht gefunden habe, die ich jetzt noch einsammeln darf. Mist.
Wow. Ich könnte aufhören, an dem einen Stachel jetzt hier unter mir zu sterben, nur weil ich schon zu früh nach links drücke. Das ist auch so doof, dass da so eine Lücke ist, wo du genau reinpasst, wo eine böse Wolke ist. Genau wie da unten. Ich darf da nicht so weit nach links und rechts rüber, dann schaffe ich es an dem letzten Stachel nicht vorbei. Aber mit dem Gesicht in den Stachel da oben ist auch nicht so gesund. Hat man, glaube ich, schon jetzt mehr als einmal gesehen. Da konnte jetzt gerade das Spiel nicht mal was für, dass ich auf dem Weg nach oben da an dem Stachel gestorben bin. Wenn meine Finger denken, wir drücken erst nach rechts, obwohl rechts der Stachel ist, dann kann das schon nichts werden. Es ist genauso wie auf dem Weg nach unten. Links, rechts, links. Wahrscheinlich, wenn ich gerade noch auf dem Weg nach unten bin und nicht zu weit nach links drücke, bräuchte ich wahrscheinlich gar nicht nochmal rüberziehen. Weil dann kann ich einfach wieder hoch und dann halt nur rechts und links. Bis später, Marc. Viel Erfolg. Diese Stacheln sind halt echt einfach so doof, dass wenn ich mich an der Wand da lang drücke beim Runterfallen und mich dann nicht weiter nach links bewege, dass ich dann einfach an den Rändern der Stacheln sterbe, weil die da anscheinend ein kleines Stück drüber gucken. So böse sind die. Nee, für mich geht das schon. Ich bin doch recht geduldig, dann geht das schon voll klar. Und ich stelle mich gerade einfach nur ein bisschen doof an, obwohl ich hier schon mal war. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber sonst geht das schon. Ich saß ja auch 22 Stunden an dem Endboss, also von daher ist das hier noch gar nichts. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist nicht für viele was. Aber dafür bin ich ja da. Dann könnt ihr mich auslachen, wie ich hier rumfaile und dann geht das auch.
Du lachst nicht, du schaust einfach nur zu. Noch ist auch noch nichts Überdoofes passiert. Ja, also Boschi ist halt wirklich nicht für jedermann was. Ja, so komisch ist die ja eigentlich nicht. Du hast ja so gesehen nur links, rechts springen und schießen, nicht wahr? Mehr ist das ja eigentlich nicht. Ach komm schon. Das ist doch jetzt albern. Ach, die Safe Jumps meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, aber die braucht man ja zum Glück eigentlich so gut wie nie. Das ist ja sowieso, die bekommt man am Anfang des Spiels gezeigt und dann brauchst du sie erstmal lange nicht. Das ist halt wirklich, die werden dir am Anfang gezeigt und du brauchst sie... Ich glaube, an einer Stelle brauchst du sie, um weiterzukommen und ansonsten nur für irgendwelche Geheimnisse. Vielleicht sind es auch zwei Stellen gewesen, wo man es wirklich braucht, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren die sehr spät. Sollte auch weiter nach links drücken. Komm schon, ich habe mich doch beim ersten Mal auch nicht so lange hier dran aufgehangen. Kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich hier so einen Quatsch da mache. Oh Mann. Okay, da sind wir dann jetzt auch einmal gestorben. Dann können wir ja jetzt wirklich weitermachen, nicht wahr? Das ist an sich immer noch mein erster Durchlauf. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt ein zweites Mal anfange durchzuspielen. Ich gehe halt nur noch mal durch die Welten durch, wo mir was fehlt. Weil ich ja doch unbedingt alles haben will. Und das deswegen tue hier. Huch.
Okay, an der sind wir dann jetzt auch gestorben. Dann fehlt ja nur noch eine der Wolken da unten, die rechts neben dem Sprungpad von dem ganz linken. Ja. Klar, ich habe zwischendurch auch noch andere Sachen gespielt. Ist jetzt nicht nur, dass ich, seitdem ich Boshi angefangen habe, nur noch Boshi gespielt habe. Das wäre selbst mir ein bisschen viel gewesen. Aber ja. Wenn ich irgendwas anderes mal wieder fertig habe, dann wieder ein paar Mal Boshi und dann gucke ich wieder weiter. Bis ich irgendwann mit Boshi durch bin. Ich hatte es doch gerade fast wieder. Na, geht doch. Ich hasse dich, Spiel. Du bist so kacke. Das war ja auch noch ein Ding. Oh, komm schon. Ich musste da ja auch ganz nach links. Das war jetzt halt gerade echt wieder so total albern. Offensichtlich kann ich da ganz, ganz nah neben dem Sprungpad nochmal stehen. Gut zu wissen. Ja, ich fand's ja auch lustig irgendwo. Klar, im ersten Moment ist das natürlich voll doof, aber irgendwo ist es schon lustig. Ach ja. Dieses Spiel ist böse. So, ganz nach links. So, was war hier? Oh, hier war gar nicht mal ein Save-Punkt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier drüber zu springen ist ja jetzt nicht so schwer. Was? Du bist eine Frau und hast keinen Bart? Das geht ja mal gar nicht. Wie kannst du nur? Ich dachte, das wäre so. Nee. Wäre schon komisch, wenn du dir dann einen in den Bart grinsen könntest. Es wäre zumindest nicht so normal, sagen wir es so. Wenigstens habe ich vor dem nächsten Secret nochmal einen Savepunkt. Der ist nämlich da auf dem Screen, wo ich gerade hin will. Also der Weg dahin zu dem Secret ist hier. Wie hießen diese Viecher hier eigentlich noch? Ich weiß es nicht mehr. So sehr bin ich nicht mit Kirby. Bei Kirby drin, dass ich davon Ahnung hätte. Das wäre schon gut möglich, ja. Ah. Wobei, da sind ja Menschen auch unterschiedlich, nicht wahr? Waddle Doo und Waddle Dee. Ah, genau, so war das. Oder Waddle Doo und. Es wubbelt auf jeden Fall rum. Oh,
Ah, natürlich. Ein Freund hat Bart, das reicht. Ja. Kann ich da drauf stehen? Okay. Ich sollte schon springen. Wow, das war schlecht. Also von Block zu Block springen sollte ich wohl noch hinbekommen, wa? Das ist eigentlich nicht so schwer. Ach, dieser Sprung da, der sieht doch auch schon wieder so böse aus. Ist er auch, er hat mich getötet. Ja, hier sind doch sehr viele Wolken böse, nicht wahr? Und die, die mich nicht direkt umbringen, schleudern mich entweder in den Tod oder fahren mich langsam da rein, wenn ich nichts mache. In dem Spiel ist halt alles so gut wie böse. Oder so gut wie alles böse. So rum ist vielleicht eher richtig. Was? Ach, du blöde Hitbox. Lass mich das nochmal selber sehen. Ach, ich stand ein ganz kleines bisschen zu weit rechts. Warum bin ich da runtergesprungen? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich aber auch noch mal fast auf der Wolke gelandet, nicht wahr? Okay. Da hatten wir... Habe ich vergessen, was das war. Ach genau, die Trollolol-CD. So, was fehlt mir noch? Game and Watch. Okay, jetzt muss ich wieder in die erste Welt. Da fehlen mir zwei Sachen am Ende. Also muss ich erstmal hier weiter durch. Einfach hier rüberspringen war nicht, oder? Ah, okay, so war das. Wo war das, was mich tötet? Da. Hier kam doch noch was, oder? Nein, kam es nicht. Okay, lassen wir das bitte. Hallo, großer Kirby. Tschüss, großes Kirby. Die Manfist, genau die. Mann, Mist, ich wusste es. Ich hab mich trotzdem erschrocken, weil ich nicht mehr genau wusste, wo. Ja, halt so schön solche Fallen, bloß, dass du noch mal irgendwie stirbst. So. Schreien kann die.
Das war dumm. Das auch. Ups. Ich sollte überhaupt auch springen, ja. Das hilft, glaube ich. Außer man springt nicht hoch genug. Dann natürlich nicht. Oder zu hoch. Das geht auch. Probieren wir einfach mal alles aus, wa? War das nicht die Welt, wo mir sogar noch was fehlt? Nee, das war, glaube ich, das war eine andere. Nachgeguckt und trotzdem nicht sicher. Schrecklich. Ach, da war er. Ich hab nicht richtig drauf geachtet. Mist. Okay. Das war noch nicht richtig. Nein, das. Die Doppelsprünge waren erst ab dem nächsten Sprung. Das hat niemand gesehen. Ich würde niemals unter die Decke springen. Nein. Komm, wir haben es doch gleich geschafft. Wir sind doch gleich hier durch. Wir haben den Teleporter doch eben schon gesehen, damit wir hier wegkommen. Jetzt müssen wir nur hier nicht total den Quatsch zusammenspringen, wa? Und dann sind wir auch hier weg. Ich sagte nicht den Quatsch zusammenspringen, dass wir sterben. Das wäre sehr gut, wenn ich das machen könnte. Yay! So. Welt 1. Nein, das ist 2. Ich möchte in die Welt 1. Was fehlte mir da? Ist das nicht in dem Video gewesen? Dann hier rücken die CD. Ach doch, genau. Dann gucken wir doch mal. Das war nicht ganz richtig, wa? Schon. Da bist du ja doch wieder, Maike. Hi.
Doch neugierig, ja. Du willst dich nicht spoilern lassen. Ja, das ist gerade der Anfang der ersten Welt. Also von daher. Da fehlt nur noch das Tutorial davor. Oh Gott, ja, da waren auch noch Blöcke. Musik hat jetzt aber sehr komisch geloopt. Das klang nicht richtig. Oh, mir fällt gerade mal auf, weil ich letztens was rumprobiert habe. Ich streame ja gar nicht mit der richtigen Framerate für das Spiel. Ich streame ja gerade nur mit 30. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Immer noch laut. Lass mich das noch mal kurz fixen. Ich bin gleich wieder da. Nicht weglaufen.